Zum Programmschluss meldet sich noch einmal die Heute-Redaktion. Der Weltsicherheitsrat in New York hat seine Beratungen über den Einmarsch südafrikanischer Truppen in Angola aufgenommen. Die angolanische Regierung hat die Organisation für afrikanische Einheit gebeten, bei der Vertreibung der südafrikanischen Soldaten zu helfen. In der Erklärung hieß es, die Kämpfe gingen weiter. Zuvor hatte das südafrikanische Oberkommando mitgeteilt, die Truppen würden zurückgezogen. Der amerikanische Außenminister Hick hat die Ausreitung der Gewalt im südlichen Afrika bedauert. Vor Journalisten in Washington sagte er, man dürfe nicht nur die Aktionen Südafrikas sehen, sondern müsse auch an die Anwesenheit kubanischer Streitkräfte und sowjetischer Berater in Angola denken. Hick begrüßte zugleich, dass die Sowjetunion bisher auf einen Einmarsch in Polen verzichtet habe. Moskau sei offenbar zu dem Schluss gekommen, dass eine Invasion nicht seinen Interessen diene. Die polnische Regierung hat ihren Anspruch bekräftigt, im staatlichen Rundfunk und Fernsehen allein zu entscheiden. In den Abendnachrichten warnte ein Regierungssprecher die Solidarität vor den angekündigten Streiks, die darauf abzielten, dieses Monopol zu brechen. Die staatlichen Vollzugsorgane seien angewiesen worden, die Arbeit der Massenmedien zu sichern. Regierung und Solidarität wollen heute über die Gewerkschaftsforderung nach Zugang zu Rundfunk und Fernsehen verhandeln. Dabei geht es auch um Art und Umfang der Berichterstattung über den bevorstehenden Kongress der Solidarität. Der FDP-Vorsitzende und Bundesaußenminister Genscher hat bekräftigt, dass die Freien Demokraten zur Sicherheitspolitik der Bundesregierung stehen. Kernbestandteil sei das Streben nach Gleichgewicht auf einem möglichst niedrigen Niveau, sagte Genscher im ZDF. Der SPD-Abrüstungsexperte Bahr hatte auf dem Forum Frieden seiner Partei erklärt, die Sozialdemokraten ließen sich auch dann nicht von dem Bemühen um Gleichgewicht abbringen, wenn die USA oder die FDP vor dieser Politik davonlaufen wollten. Die Diskussion über den Bundeshaushalt 1982 hat nach Ansicht Genschers bestätigt, dass zusätzliche Steuern das Schlechteste überhaupt seien. Der FDP-Vorsitzende sprach sich dafür aus, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern und Investitionshemmnisse abzubauen. Der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Kohl hat die Meinung vertreten, die SPD-FDP-Koalition stehe vor dem Scherbenhaufen ihrer Wirtschafts- und Finanzpolitik. Um den Haushalt für 82 auszugleichen, seien drastische Einsparungen notwendig, sagte Kohl der Neuen Westfälischen Zeitung. Als die Opposition im vergangenen Jahr vor dieser Entwicklung gewarnt habe, sei sie als Schwarzmaler und Miesmacher beschimpft worden. Der Verband Deutscher Zahnärzte hat damit gedroht, keine Zahnersatzbehandlungen mehr durchzuführen, falls das zweite Kostendämpfungsgesetz für das Gesundheitswesen verabschiedet wird. Die Kritik richtet sich vor allem gegen die Absicht, den Zahnersatz nachträglich auf seine Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Nach Ansicht des Bandes müssten die Zahnärzte damit rechnen, dass ihnen nicht nur ihr Honorar vorenthalten würde, sondern dass sie auch für die Laborkosten einer genehmigten und abgeschlossenen Behandlung aufzukommen hätten. Gegen den CDU-Schatzmeister Kiep und weitere führende CDU-Mitglieder sollen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Steuerhinterziehung eingeleitet worden sein. Das berichtet die Neue Rhein, Neue Ruhr Zeitung. Den Politikern wird vorgeworfen, steuerbegünstigte Spenden für staatsbürgerliche Aktionen zum größten Teil an ihre Partei weitergegeben zu haben. Ähnliche Ermittlungsverfahren sollen auch gegen Vertreter von SPD und FDP laufen. Die Wetter ist im Norden und Osten sonnig, aber auch im Westen und Süden am Tage zunehmend aufgeheitert. Höchsttemperaturen 18 bis 23 Grad Celsius. Verehrte Zuschauer, das Programm des ZDF ist damit zu Ende. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht.